Englisch leitende Video. So, das ist jetzt nur ein kleines Zeitauffüllvideo, um ein Video zu machen, wirklich nur aus dem Grund. Ich habe mich mal inspiriert durch einen anderen YouTuber und inspiriert durch jemanden, mit dem ich ab und zu schreibe. Der hat jetzt momentan ein ähnliches Projekt. Ich habe mich jetzt mal mit dieser Slayer-Exciter-Schaltung auseinandergesetzt. Das ist eigentlich ganz einfach. Man hat hier seine Tesla-Spule und das ist eine einfache Transistor-Treiberschaltung, die sich irgendein Genie ausgedacht hat, weil sie aufgrund ihrer Einfachheit und Effizienz wirklich sehr genial ist. Wir haben hier die Primärspule. Bei der Sekundärspule entsteht eine hohe Spannung. Die steuert immer den Transistor oder die Diode durch, immer abwechselnd. Und so wird der Transistor zum Schalter. Das Ganze regt sich selber an und bestimmt auch selber die Resonanzfrequenz. Und es müsste und ist sehr frequenzstabil, denn die Frequenz wird durch die Spule vorgegeben und es bleibt immer auf der Frequenz. Wenn ich mich mit der Hand der Spule näher, ändere ich die Kapazität und somit die Frequenz. Aber solange die Spule nicht belastet wird, ist die Kapazität und Induktivität ja immer gleich, so bleibt auch die Frequenz, egal bei welcher Spannung, immer gleich. Üblicherweise schwingen solche Spulen im Mittelwellenband und deswegen möchte ich jetzt heute erstmal den Slayer-Exciter als solchen anschauen. Da sind natürlich keine großartigen Ergebnisse zu erwarten mit der Spule, die ich hier habe, die nicht wirklich abgeglichen ist und einfach nur schnell, schnell. Bin ich wieder mal ehrlich, sage ich, dass es nur schnell, schnell ist und es ist auch nur schnell, schnell. Und was wir jetzt schauen, schauen wir erstmal die Spule an sich an. Ich stecke die an 15 Volt an von dem Netzteil, von dem einfachen. Und dann schauen wir uns mal die Blitzchen an, die sind natürlich sehr minimalistisch. Und dann schauen wir, ob das Ganze audiomodellierbar ist. Da habe ich sehr viele Experimente gemacht, aber wir schauen uns das generell an. Hier ist also der Slayer-Exciter-Schaltkreis. Ich nutze hier einen BD241, falls es für irgendwen interessant ist, aber normal nimmt mal irgendeinen NPN-Leistungstransistor her. Sollte vielleicht kein 2N3055 sein, der ist ein bisschen lahm, aber sowas wie BD241 oder manche verwenden auch BD139, wobei der BD139 wahrscheinlich ziemlich schnell kaputt gehen dürfte, aber ja. Halt ein Leistungstransistor. Hier drüben habe ich meinen Modulator. Ich nutze den TIP-122 Darlington-Transistor mit einem Spannungsverstärker, dass ich eben eine sehr kleine NF-Spannung da verstärken kann. So, dann stecken wir das Ganze mal an und dann haben wir sofort hier ein Blitzchen. Die Betonung liegt wirklich auf Blitzchen, ein kleines Blitzchen. Man sieht es hier, ich kann es auch, ja, man kann es mit der Hand. So ist es am größten so. Also man hat hier ein kleines Blitzchen, man sieht schon, dass der Phasenprüfer wieder leuchtet. Also es ist eigentlich mehr eine Spielerei. Aber wenn man die Spule richtig positioniert, das sieht man, wenn ich die Hand nähere. Wenn ich die Hand nähere, wird der Blitz größer oder kleiner. Das heißt, die Resonanz stimmt hier nicht so ganz. Aber wenn man die richtig positioniert, dann kann man circa so einen, ja, sagen wir mal großzügig 1 cm langen Blitz daraus, so mit 15 Volt Eingangsspannung. So, jetzt haben wir wieder das übliche Spielchen. Der Phasenprüfer leuchtet drahtlos über eine größere Distanz. Wobei es noch besser geht, wenn ich das hier vorne als Antenne nehme. Seht ihr schon, dass das hier leuchtet, obwohl hier einige Distanz zur Spule ist und auch die bekannte Energiesparlampe ist hier absolut nichts Besonderes. So, das ist ja die Slayer-Exciter-Schaltung, zu der es zahlreiche Videos gibt, eben nachgebaut. Die Slayer-Exciter-Schaltung ist im Prinzip nichts anderes wie ein sehr starker Mittelwellensender und dadurch, dass keine Antenne angesteckt ist, aber wir sehr viel Leistung haben und die Leistung auf einen kleinen Punkt konzentriert ist, entstehen eben diese Lichtbögen. So, wie gesagt, diese Spulen schwingen meistens im Mittelwellenband, je nach Auslegung. Und meine tut im Mittelwellenband schwingen. Deswegen, das war jetzt eine tolle Formulierung, habe ich hier ein bisschen was für euch aufgebaut. Natürlich habe ich das wieder verkehrt rum, weil ich genau auf der anderen Seite von dem Ding bin. So, ich habe hier meinen MP3-Player. Schalte mal den mal ein. Und hier mein Radio. So, ich habe den Radio schon auf die Frequenz eingestellt. Bei ungefähr 600 irgendwas Kilohertz schwingt mein Slayer-Exciter, wenn man so möchte. Und jetzt habe ich hier die Modulator-Schaltung. Ich habe hier wieder einen Track, den ich schon ganz oft durchlaufen habe lassen von diesem Free Music oder No Copyright Sounds, wie das heißt. So, ich stecke jetzt mal den Modulator an. Die Leistung sinkt extrem. Also wir haben jetzt hier überhaupt keine Leistung mehr. Wenn man das hier schaut, also tut sich gar nichts. Aber jetzt schauen wir mal im Mittelwellenradio, wenn ich das einschalte. Und was ich eigentlich testen wollte. Also wir hören schon, dass es funktioniert. Nur was ich eigentlich testen wollte, ist eben aufgrund der Frequenzstabilität, die diese Schaltung eigentlich liefern sollte in der Theorie, müsste das Ganze ja so eigentlich gute AM erzeugen. Und jetzt schauen wir mal. Ja, das ist schon recht gute AM. Also es ist vielleicht ein bisschen FM drauf, ganz wenig, aber es ist eigentlich ziemlich gute Amplitudenmodulation, ziemlich sauber. Ja, das ist gute AM.
Schau mal die Oberwellen an. Das ist die Kamera. Ah, hier. Wow. Gute Dämpfung. Also ihr seht schon. Gut, mal von der immer gleichen Musik abgesehen. Ihr seht schon, also ihr könnt mit so einem Slayer Exciter sehr einfach einen Mittelwellensender bauen. Und ihr habt auch gesehen, dass bereits eine Oberwellenunterdrückung eingebaut ist. Wenn ihr natürlich den Sender so baut, braucht ihr jetzt nicht den Kühlkörper hier, aber sonst wird der Transistor schon ziemlich heiß. Aber ihr seht schon, es geht im Prinzip. Jetzt fragt ihr wahrscheinlich, warum machst du nicht mehr Spannung? Ich habe natürlich alles probiert. Wenn ich die Spannung erhöhe, steigt die Leistung entsprechend. Ich kann dann auch mit dem Finger hier einen kleinen Blitz ziehen. Also es ist kein Büschel da, aber ich kann dann ein Blitzchen mit dem Finger machen. Nur das Problem ist, bei zu viel Sendeleistung, da ist die Modulation sehr leise, sie ist abgehakt. Es ist immer noch relativ gute AM, aber sie ist dann halt sehr abgehakt und verzerrt und es funktioniert nicht gescheit. Und es gibt auch einen Bereich, da ist das Ganze dann wie ein Pendelempfänger. Also es ist einfach dann mit einem lauten Rauschen überlagert. Und ja, ich wollte im Video einfach nur testen, ob das funktioniert, ob man das auch AM modulieren kann. Also wer möchte und Interesse hat und so einen Slayer Exciter schon mit Tesla-Spule oder Ähnlichem da hat, der kann ja mal versuchen, eine Modulatorschaltung davor zu schalten. Das ist nicht meine Idee, ich habe das selber in dem Video gesehen und weil das in dem Video sehr gut funktioniert hat, habe ich mir gedacht, probiere ich das auch mal aus und mache meine Tests dazu. Gut, natürlich kann es sein, dass ihr da viel bessere Ergebnisse rausbekommt. Der in dem Video hat dann auch noch eine Reichweite, ich glaube so 30 Meter hat Reichweite gehabt. Jetzt bei meiner Schaltung ist die Reichweite sehr gering, vielleicht 4 Meter, 5 Meter, ich habe es nicht ausprobiert, aber es schwächelt schon sehr schnell. Es ging einfach nur darum, mir ging es nur darum zu testen, ob das jetzt sauber der AM ist oder ob der FM drauf ist. Und mir ging es auch darum, einfach mal ein Video zu machen, denn thematisch gesehen wäre jetzt aktuell eigentlich angebracht, ich wollte eigentlich ein Video über Netzteile machen, was ist ein unstabilisiertes Netzteil, was ist ein stabilisiertes Netzteil, was ist ein Brückengleichrichter, aber da ich heute noch was anderes vorhabe, einfach nur ein kleines Video zum Zeitvertreib. Okay, und jetzt der englische Part. Hi there. Das ist die German ending of the video. Now this is the English part. So, hi there, this is a so-called Slayer Exciter circuit. And you sure know this Slayer Exciter circuit from countless other videos. It's basically, whoever made this is very smart, a Tesla coil driver with a one transistor circuit. And what it does is you connect the primary on a transistor and you connect the secondary on base of the transistor and you have a fast diode which then switches on and off the transistor, along with the coil and some other stuff. Basically, this is a very, very nice circuit. I wish I would have invented that, because this is really great. Anyway, so you have your Tesla coil, you make this one transistor circuit, and then it will drive your Tesla coil from like 15 volts DC, and you will get arcs out of the Tesla coil. Depending on how good the coil is, how good you aligned it, resonance is very important here, you can get out quite some good arcs, but most videos that I've seen, I haven't watched many, where that there weren't even any arcs. You could draw an arc on the output, and my Slayer Exciter at least produces an arc, which is very tiny, but still produces an arc, which you will see right now. And the next thing what I wanted to test, I saw someone who came up with the idea, hey, this is basically an AM transmitter, which it also is, because the arc is only getting out of this point because there is resonance and lots of RF going on. Anyway, so he made a modulator circuit and they've made a similar modulator circuit. I modified it a little bit for my personal purposes, but the theory is just the same. I'm modulating the current that flows into this device to generate amplitude modulation. Okay, so first you're going to see some arcs and then I'm going to have a look at the modulation quality, how good does it sound and so far and so on. The next thing I want to say is that I'm using it. Well, you will see it in the video. Just watch the video. Anyway, okay. So I'm now connecting the Slayer Exciter circuit to my power supply. And now we have, well, it's connected here. I can hear it clicking as soon as I connect it. And there is a tiny little arc, as you can see. And when I move my hand closer to it, you can see it's getting bigger. So this is pretty much what I get out with 15 volts. Of course, it would be better if we would film it in the dark. So here I have my filter capacitor that filters out any harm from the power supply. And once again, I still have noise on my arc. I can still hear it buzzing a little bit, but you can see it's working. So you know all the stuff. You see, I'll do it. You see it 1,000 times like that in Slayer Exciter videos. Oh, the screwdriver with the neon light is lit up wirelessly close to the coil. Well, I should really film that in the darkness. It's not so clever to film it at sunlight, but you can see that it's lit up, you can see it. So although there's some distance, it's lit up.
So it's obviously generating lots of RF power. You can also use this. I mean, you see this in a dozen other Slayer Exciter videos, but I'll do it in my Slayer Exciter video as well. So, as you can see, this one produces lots of RF and lots of high voltage. So what this thing does is it has the advantage that in theory, the frequency is determined by the variation by the values from the primary and secondary coil and the parasitic capacitances. And as long as I shouldn't touch the coil or should get close to it with my hand, it always should stay on the same frequency. No matter if I run it with like 6 volts, 1 volts, 20 volts, it always should stay around the same frequency. So this gives me in theory an idea that it will make a good AM modulation in terms of frequency stability. I can modulate the current, it will make AM, but the frequency won't change. That's what I want to test now, and therefore I built this simple modulator. So here is my MP3 player, already playing a sure known song to you. So if you watch my latest videos, you sure know this song. And I'm going to connect it to the modulator output. And the first thing that you will notice is that there is no more arc, and also there is absolutely no more power left. So it's not doing anything. So let's go to the radio and turn it on. And you can see, this is the Slayer Exciter. And the quality is quite good, and it's transmitting around somewhere between 600 and 700 kilohertz. But what I want to see, what I want to test is, if whether is there going to be good amplitude modulation, then if I change the frequency, it always should be a good audio. Or is there frequency modulation? If there is frequency modulation and I change the frequency, there should be a silent spot. And I don't want to have the silent spot. So this is what I'm going to test. And what I'm also going to test is how good is the harmonic suppression. So if you have, for example, 600 kilohertz, you would also have 1200 kilohertz and so far and so on. I want to see how good is the harmonic suppression. So turn on the radio again and search for the dead spot or silent spot. Okay. Well, nice. It's good AM modulation. So as you could hear, when I was turning the dial over the frequency, there was no dead spot or silent spot. If there would be frequency modulation, like FM, there would be a spot where suddenly the modulation disappears. And also if I turn it next to the frequency, the modulation would get louder. So this is producing good AM. Nice, this is what you want if you make an AM transmitter. So now let's see about the harmonics. So here we have the basic frequency. And now let's search for the harmonics. There it is. Okay. So it's very well attenuated. So this is like make a simple AM transmitter with the Slayer Exciter circuit. You have good AM modulation, you have harmonic suppression, and I've seen a video where someone had a range like 100 feet or so, or whatever, 30 feet, somewhere between 30 and 100 feet. I don't remember it exactly. But anyway, as you can see, you can make a very simple AM transmitter using a Slayer Exciter. You may ask, why don't you crank up the power? Here's the potentiometer for the supply current. Well, I did that. The problem is with my circuit. If I crank it up too much, it somewhere will go into like some kind of regenerative mode. It still produces arcs, but it's like shh on the radio all the time. And if I go further with the current, it will go back to oscillation, to the stable oscillation, but I can only modulate it very, very low. So I can modulate it a bit, like 20%, and if I go over 20%, it distorts. Or it's like as if you were using a Schmidt trigger circuit. So this is pretty much just a video because you've seen power supplies if you watch my channel. You've seen lots of power supplies lately. And I also wanted to make a video about power supplies, non-regulated power supply, regulated, switch mode, and so far and so on. But since I'm a little bit short of time, or I'm not having much time because I'm doing other stuff right now, I just wanted to make this video about the Slayer Exciter to have something for you that you can watch. Okay, I hope you enjoyed this video. Best regards, Stefan.